Hi! Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es wieder ein Clean With Me. Ich habe in den letzten Tagen hier wieder ein bisschen aussortiert und rumgeräumt und habe schon wieder so ein paar Ideen, was man in der Wohnung noch verändern könnte. Ja, und insgesamt wollte ich einfach so ein bisschen neue, frische Energie jetzt fürs neue Jahr reinbringen. Generell versuche ich auch gerade Dinge, die ich jetzt schon lange vor mir hergeschoben habe, wieder so ein bisschen abzuarbeiten, um einfach so diese alten Sachen hinter mir zu lassen und schön frisch jetzt ins neue Jahr zu starten. Und für mich gehört es auf jeden Fall auch dazu, die Wohnung mal wieder so richtig gründlich durchzuputzen. Und das machen wir heute. Ich zeige euch jetzt gleich einmal kurz rundherum, wie es gerade so aussieht, und dann legen wir los, denn ich glaube, ich habe heute einiges zu tun. Hier sehen Sie das erste Projekt. Das Bett muss heute auf jeden Fall wieder neu bezogen werden. Ich mache das ja eigentlich einmal pro Woche, aber jetzt haben wir eine Woche ausgelassen und das ist schon echt hart an der Grenze für mich. Und wie ihr sehen könnt, ist diese Bettwäsche auch kaputt. Ich hatte letztens in einem Vlog unsere andere Bettwäsche gezeigt, die wir jetzt inzwischen weggeschmissen haben, weil die einfach nur noch aus Löchern bestand. Und ja, hier ist jetzt irgendwie dieser riesige Riss. Das heißt, nachdem ich die heute gewaschen habe, muss ich die auf jeden Fall auch reparieren. Also muss ich auch heute einmal die Nähmaschine auspacken, ne? Genau, aber ansonsten ist im Schlafzimmer eigentlich nicht viel zu tun. Die Wäsche hier, die habe ich gestern schon gemacht. Die muss ich also heute nur noch abhängen. Ich hoffe mal, dass das alles schon trocken ist. Und ansonsten wische ich hier nur einmal kurz Staub und natürlich Staubsaugen. Sowieso, Sasus Bett muss ich eigentlich auch noch waschen, aber so viel Wäsche kann ich nicht an einem Tag machen. Das ist der aktuelle Stand in unserem Esszimmer. Ist eigentlich ganz okay, recht ordentlich. Allerdings ist diese Seite hier so das Problem. Wir haben ein paar Klamotten aussortiert. Ein paar davon sind wirklich nur noch zum Wegwerfen, weil die echt kaputt sind. Ein paar davon werden wir spenden. Und dann sind hier auch noch Pakete, die wir noch wegschicken müssen. Und diese Sachen hier, die muss ich einfach nur noch wegräumen. Ja, und ansonsten ist hier eigentlich nicht mehr wirklich was. Wo aber sehr wohl noch was ist, ist die Küche. Die Küche ist gerade eine kleine Katastrophe. Hier liegen noch die Sachen vom Abendessen. Das ist halt, an sich ist das nicht viel, aber in einer kleinen Küche sieht das halt immer nach sehr viel aus, sobald da ein bisschen was liegt. Also steht heute auf jeden Fall Geschirrspülen dran. Die Waschmaschine hat gestern auch gesagt, dass ich den Filter reinigen muss. Also mache ich das auch mal gleich. Und Müll rausbringen. Der Müll quillt über. Oh, und hier sind noch Lebensmittel zum Aufbrauchen. Ich drehe gerade noch so ein Vorräte-Aufbrauchen-Video nebenher. Anderes Thema. Und was aber für heute auf jeden Fall das größte Projekt ist, oder die größte Baustelle, ist das Badezimmer. Das Badezimmer wurde jetzt auch ein paar Tage nicht geputzt, abgesehen von der Toilette. Gestern habe ich hier Sasu gewaschen und ich weiß nicht, ob man das sieht, doch man sieht es. Da bilden sich dann halt immer so ein bisschen Ablagerungen, also irgendwie die Seife und der Kalk und der Dreck vermischt sich und das lagert sich dann hier unten in der Duschwanne ab. Ich wollte heute auch mal probieren, ob ich diesen Kalk hier mal wegbekomme. Da sind irgendwie schon ziemlich starke Ablagerungen. Also wir haben echt mega kalkhaltiges Wasser. Ja, und ansonsten ganz normales Badezimmer putzen, wie sonst auch. Und ein bisschen aussortieren hier auch noch. Also ich habe da oben irgendwie ein paar leere Packungen stehen. So viel dazu. Ihr habt den aktuellen Stand einmal gesehen. Und dann legen wir los. Ich starte jetzt mit dem Bettbeziehen. Da wir jetzt nur noch eine Bettwäsche haben, muss ich die halt immer morgens waschen, trocknen und dann wieder drauf machen. Also alles an einem Tag. Ist ein kleines bisschen lästig, aber ich habe auch keine Lust, jetzt noch einen weiteren Bezug zu kaufen. Also mal schauen, wann es mich so sehr nervt, dass wir uns wieder neue Bettwäsche kaufen. Ich versuche aber auch diesmal keine neue zu kaufen. Also es möglichst irgendwie überwintert oder so zu bekommen. Ja, aber das kann natürlich dauern, bis man da was findet, was einmal schön ist und auch die richtigen Maße hat. Ich schlafe immer mit so vielen Decken. Ich habe einen kuscheligen Schlafanzug, Kuschelsocken, dann so eine Kuscheldecke und unsere Hauptdecke, die besteht auch noch aus zwei Decken. Und trotzdem ist mir manchmal noch kalt. Das ist ganz komisch. Tagsüber ist mir ja immer total warm. Ich werde auch das Hemd auf jeden Fall gleich ausziehen. Aber nachts friere ich mir dann einen ab. Als erstes mache ich jetzt den Waschmaschinenfilter sauber. Und dafür braucht man auf jeden Fall immer ein großes Handtuch, weil da kann ein bisschen Wasser rauskommen. Bei mir kam da sehr viel Wasser raus. Also das ist echt immer so eine kleine Überflutung. Den Filter habe ich ganz einfach gereinigt, die Fussel in den Müll geschmissen und dann den Filter nochmal im Waschbecken gut ausgespült. Und dann konnte der auch schon wieder rein und ich musste einfach nur noch alles abtrocknen. Obwohl ich immer ein Handtuch drunter lege, fließt immer richtig viel Wasser noch bis zum Backofen. Und das Handtuch kam dann einfach noch mit in die Wäsche rein. Ich benutze für meine Wäsche das Vollwaschmittel von Everdrop. Everdrop kennen die meisten von euch wahrscheinlich. Ihr bekommt hier nachhaltigere Haushaltsprodukte, also zum Beispiel Waschmittel oder verschiedene Putzmittel. Das Coole bei Everdrop ist, dass ihr halt jede Menge Einwegplastik einspart. Das Waschmittel hier zum Beispiel war komplett in Papier verpackt. Und das Prinzip bei den Reinigern ist, dass ihr halt nur einmal diese Flaschen braucht
Und das Einzige, was man dann immer wieder nachkauft, sind halt diese Tütchen, entweder mit dem Pulver oder mit Putzmittel-Tabs, die man dann in Wasser auflöst. Dadurch spart man einfach unglaublich viel CO2 ein. Bei herkömmlichen Putzmitteln ist es halt so, dass ihr die schon fertig angemischt kauft. Und dadurch wird einfach super viel Wasser einfach durch die Gegend gekarrt. Und durch solche Konzepte, wo ihr das Ganze einfach zu Hause anmischt, könnt ihr bis zu 97% CO2 einsparen. Also schon eine ganze Menge. Und bei Everdrop gibt es jetzt eine richtig coole Neujahrsaktion. Und zwar bekommt ihr im Online-Shop bis zu 30% Rabatt auf Sets und auf Abos. Und wenn ihr meinen Rabattcode nutzt, der ist IMSOVIO10, ich schreibe euch den auch nochmal unten in die Infobox, dann bekommt ihr nochmal 10% Rabatt on top. Ohne Mindestbestellwert. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall gern vorbei. So, und dann schmeiße ich jetzt mal die Waschmaschine an. Und ab geht's. Los ging's mit dem Geschirrspülen. Und ich finde, Geschirrspülen ist so eine Sache. Wenn das erledigt ist, dann fühlt sich die Küche für mich einfach schon eine Million Mal besser an. Und ich habe dafür auch hier das Geschirrspülmittel von Everdrop verwendet. Und damit ist auch alles sehr gut sauber geworden. Normalerweise versuche ich das eigentlich so zu handhaben, dass abends das gesamte Geschirr gespült ist, damit ich morgens einfach besser in den Tag starten kann. Für mich macht das einen riesigen Unterschied. Wenn ich morgens in die Küche komme und das Geschirr ist gespült, dann ist es für mich einfach viel leichter, in den Tag zu starten, mir dann schön Frühstück zu machen. Wenn dann da nicht noch dreckige Sachen vom Vortag stehen. Ich finde, das ist immer richtig nervig, wenn man dann noch irgendwie das Geschirr vom Abendessen spülen muss. Ja, aber manchmal bleibt das trotzdem liegen, so wie heute. Ist dann halb so wild. Vor ein paar Tagen hatte ich einen ganz interessanten Kommentar bekommen, wo es darum ging, dass es schön ist, dass wir so bescheiden leben. Also, dass wir zum Beispiel keine Spülmaschine haben. Und für mein Empfinden leben wir eigentlich ganz normal. Aber ja, es sind so manche Kleinigkeiten, die wir in unserer Wohnung nicht haben. In unserer Küche ist auch einfach gar kein Platz für eine Spülmaschine, aber ich finde es, um ehrlich zu sein, auch überhaupt nicht schlimm. Also auch wenn ich den Platz hätte, weiß ich nicht, ob ich eine Spülmaschine kaufen würde, weil ich spüle eigentlich sogar ganz gerne Geschirr und ich mag das nicht, wenn das Geschirr so tagelang in der Spülmaschine steht, weil mit zwei Personen hat man jetzt auch nicht so viel Geschirr, wobei wir eigentlich schon relativ viel haben, da ich halt auch so viel koche. Aber irgendwie finde ich es schön, Geschirr von Hand zu spülen und ich mag es auch, dass das Geschirr dann direkt sauber ist und dass man nicht noch darauf warten muss, dass irgendein Teller noch in der Spülmaschine ist. Und ja, ich versuche das auch immer so ein bisschen einfach als ruhige Zeit zu nutzen. Also mich jetzt nicht darüber aufzuregen, dass ich jetzt noch spülen muss, sondern einfach so ein paar Minuten durchzuatmen, während ich die Küche wieder sauber mache. Und ich finde, danach ist das dann so ein richtig schönes Gefühl, wenn es halt geschafft ist. So sah die Küche dann danach aus. Also die Arbeitsfläche ist schon mal wieder schön sauber und dann habe ich mich noch an den Herd gemacht. Für den Herd brauche ich tatsächlich gar keine Putzmittel. Der ist bei uns zum Glück super einfach zu reinigen. Also das ist echt so ein Riesenvorteil vom Gasherd. Wenn da mal etwas überläuft oder so, dann brennt das nicht an, sondern man kann das einfach wegwischen, da halt nicht das ganze Metall heiß wird. Also hier seht ihr das ganz gut. Ich wische einfach einmal mit einem feuchten Lappen drüber und dann ist er auch wieder sauber. Also wirklich Putzmittel brauchen wir da nur, wenn wir das mal mehrere Tage nicht sauber machen und sich das dann doch irgendwie so ein bisschen festbrennt oder großartig festtrocknet. Aber ansonsten geht das einfach mit ein bisschen Wasser. Dann habe ich noch den Müll ausgeleert. Unser Plastikmüll war wieder sehr voll. In der nächsten Zeit ist auf jeden Fall mein Ziel, auch wieder den Plastikmüll deutlich zu reduzieren. Ja, in den letzten Monaten ist das doch irgendwie ein bisschen viel geworden. Die Mülltonne wische ich auch immer ein bisschen ab, da die halt direkt neben dem Herd steht, kommen da manchmal so ein paar Spritzer vom Essen drauf. Dann habe ich noch eine neue Tüte reingemacht und den Rest- und Papiermüll habe ich auch ausgeleert. Das seht ihr jetzt hier nicht, das war ein bisschen schwierig zu filmen. Der ist nämlich auf der rechten Seite unter der Spüle. In der Zwischenzeit bin ich dann nochmal ins Schlafzimmer gegangen. Dort habe ich das Bett ausgelüftet und die Matratze einmal kurz mit dem Staubsauger abgesaugt. Und dann habe ich schon mal das Spannbettlaken drauf getan und hier habe ich einen Anruf bekommen. Und das war dann das Ergebnis in der Küche. Ich war richtig zufrieden damit. Es war wieder schön sauber und ordentlich und wieder bereit für die nächste Woche. Die Küche ist schon mal sauber. Ich habe jetzt gerade noch zum Mittag gegessen und alles nochmal gespült. Das Geschirr da oben muss nur noch trocknen. Und jetzt habe ich noch eine letzte Sache hier in der Küche vor. Und zwar möchte ich versuchen, mit Zitronensäure den Abfluss zu reinigen. Ich habe es eben mal gegoogelt, was man damit so machen kann. Und irgendwie ist es seit einiger Zeit so, dass wenn man hier die Waschmaschine anmacht, dann kommt so ein Gulli-Geruch aus der Spüle, also halt aus dem Abfluss. Und ja, ich probiere das jetzt einfach mal mit Zitronensäure. Im Internet steht, man kann einfach ein paar Esslöffel davon in den Abfluss geben und dann ein bisschen Wasser noch hinterher. Das dann einwirken lassen und dann irgendwann einfach ganz normal nochmal Wasser hinterher spülen. Schauen wir einfach mal, ob das funktioniert. Ich habe jetzt hier so circa 6 Teelöffel reingekippt. Jetzt ein kleines bisschen Wasser. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht zu viel Wasser war. Und das lasse ich so jetzt erstmal stehen.
Weiter geht's im Badezimmer und hier werde ich, wie gesagt, erstmal ein paar Sachen aus der Dusche rausholen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich seit Ewigkeiten diese drei Verpackungen hier drin, obwohl die eigentlich leer sind. Die Vorräte kommen in den Schrank. Und jetzt schnappe ich mir den Power-Badreiniger und werde erstmal alles ein bisschen einsprühen. Beim Badezimmerputzen habe ich so ein bisschen meine feste Reihenfolge. Also als erstes sprühe ich immer alles mit dem Badreiniger ein. Ich fange da in der Dusche an und fokussiere mich vor allem auf die Armaturen und unten auf die Duschwanne. Und auch das Waschbecken sprühe ich schon mal ein. Und während der Reiniger dann so ein bisschen einwirkt, fange ich erstmal damit an, dass ich unseren Spiegel sauber mache. Da wische ich auch einfach mit einem feuchten Tuch einmal drüber. Und dann geht es erstmal ans Staubwischen. Als erstes die Ablage von unserem Spiegelschränkchen und dann die ganzen Rohre. Bei uns im Badezimmer gucken ja an allen möglichen Stellen irgendwie Rohre aus der Wand. Und da gehe ich einfach einmal mit dem Tuch drüber. Und auch hier unten an der Dusche zum Beispiel, da sammelt sich auch immer mega viel Staub an. Gerade wenn es feucht wird, dann setzt er sich da auch so ein bisschen fest. Und dann schüttel ich noch einmal die Badematten aus, damit der ganze Staub nicht in der Waschmaschine landet. Und dann geht es ans Staubsaugen. Wir staubsaugen eigentlich jeden Tag. Also natürlich gibt es Tage, an denen wir es mal nicht machen, wo auch mal andere Sachen liegen bleiben. Aber so im Groben und Ganzen. Aber trotzdem kommt da auch immer noch richtig viel zusammen. Vor allem in der Küche und im Badezimmer liegen halt auch immer Haare und so. Und deswegen gehört das Staubsaugen auf jeden Fall zur täglichen Routine dazu. Dann habe ich auch noch einmal die Toilette von außen abgewischt. Normalerweise mache ich das vor dem Staubsaugen, aber habe ich heute irgendwie vergessen. Und dann habe ich mir noch mal den Handstaubsauger geschnappt. Also unseren Staubsauger kann man so auseinandernehmen und damit habe ich noch einmal kurz die Spinnenweben entfernt. Und dann ging es ans Schrubben. Ich starte hier immer mit dem Waschbecken. Der Reiniger war jetzt hier schon so ein bisschen angetrocknet, deswegen habe ich einfach noch mal ein bisschen neuen Reiniger drauf gesprüht. Und dann nehme ich einfach so eine kleine Holzbürste und schrubbe damit überall einmal drüber. Und damit geht das auch sehr gut. Also die Ablagerungen so von der Seife und dem Kalk und so, die gehen damit super gut weg. Und das dauert auch wirklich nur ein paar Minuten. Unsere Handseife hängt ja an so einem Magneten hier hinten an der Wand. Deswegen gehe ich da auch immer noch mal drüber, weil da auch immer dann so ein bisschen Seife an der Wand landet. Einfach ja vom Händewaschen halt so ein paar Spritzer. Und am Ende trockne ich das Ganze mit einem Handtuch nochmal schnell ab. Und dann ist das Waschbecken auch schon fertig. Weiter geht's in der Dusche, da das gleiche Spiel noch einmal. Hier habe ich mir jetzt die Bürste ohne diesen Griff genommen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, in der Dusche bin ich mit dieser Bürste noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Also bei den Armaturen und so und hier dieser Duschstange klappt das ganz gut, aber vor allem bei den Fugen ist es wirklich, wirklich lästig. Also falls ihr da irgendeinen Tipp habt, was ihr für die Fugen benutzt, womit man das gut reinigen kann. Was ich bisher gesehen habe, was einige benutzen, ist so eine elektrische Bürste, also sowas wie eine elektrische Zahnbürste, nur größer und halt für die Dusche. Vielleicht habt ihr ja den ultimativen Tipp, was man da gut benutzen kann, um das zu reinigen. Als nächstes habe ich auch diese Gummimatte einmal sauber gemacht. Die benutzen wir selber gar nicht. Also die ist nur für Sasu, dass wenn wir ihn waschen, dass er halt in der Dusche nicht ausrutscht. Und da sammelt sich auch immer der Dreck dran, obwohl wir die jedes Mal nach dem Benutzen abspülen. Aber irgendwie verfärbt die sich dann immer so ein bisschen. Aber durch den Reiniger ist sie wieder sehr gut sauber geworden und war dann wieder durchsichtig und nicht mehr so gelblich. Dann habe ich auch die Duschwanne und die Ränder hier unten einmal abgeschrubbt und als letztes auch noch den Abflussdeckel. Und auch hier, genauso wie im Waschbecken, sind alle Ablagerungen sehr, sehr gut weggegangen. Am Ende habe ich einfach nur noch mal mit Wasser ein bisschen durchgespült und dann war die Dusche auch schon fast fertig. Nur eine Sache habe ich nicht wegbekommen und die ist da auch schon richtig lange. Und zwar bilden sich hier unten irgendwie so Dreck-Kalkränder. Und die haben wir bisher einfach mit nichts wegbekommen. Und ich habe mir dann eine Paste aus Zitronensäure und Wasser angerührt und habe die dann da drauf gemacht und einfach mal so 20 Minuten einwirken lassen. Dann ging es natürlich auch noch an die Toilette, erstmal von außen und dann von innen, also so vom saubersten zum dreckigsten. Und dafür benutze ich ganz einfach Klopapier, also ich sprühe mal alles mit dem Reiniger ein und dann nehme ich mir immer wieder Klopapier und wische das halt ab. Und als letztes nehme ich mir dann noch den WC-Reiniger, der wird zu einem Gel und das Gel verteile ich dann auch einfach so auf der Innenseite von der Toilette. Während das Ganze einwirkt, habe ich dann noch den Boden fertig gemacht. Da wische ich immer zweimal drüber, einmal mit Reiniger und danach noch einmal einfach nur mit Wasser. Dann kam auch hier eine neue Tüte in den Mülleimer und dann fehlten nur noch die neuen Badematten und Handtücher. Nach ein bisschen Einwirkzeit habe ich mir dann noch die Klobürste genommen und die Toilette nochmal von innen da unten halt geschrubbt. Und dann habe ich mich noch einmal der Zitronensäure
gewidmet in der Dusche und es hat wirklich super gut funktioniert. Ich blende euch hier einmal noch kurz das Ergebnis ein und auch in der Küche war ich richtig zufrieden. Hier habe ich die Zitronensäure so circa eine Stunde einwirken lassen und der Geruch aus dem Abfluss ist komplett weg. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall immer so machen. Mein Freund ist währenddessen auf dem Boden eingeschlafen, da das Bett noch nicht bezogen war. Die Bettwäsche hat noch eine Weile im Trockner gebraucht und als sie dann fertig war, habe ich das Bett einfach noch bezogen und das war's dann für den heutigen Tag. Und das war's dann für das heutige Video. Hinter mir im Hintergrund seht ihr das Esszimmer, was jetzt auch wieder schön aufgeräumt ist. Wir haben hier die Kartons weggebracht und die aussortierten Klamotten und so weiter. Und jetzt ist alles wieder schön ordentlich. Das Schlafzimmer ist auch wieder schön aufgeräumt. Ich finde, es ist immer voll die Erleichterung, wenn die Wäsche abgehangen ist, weil das einfach so super viel Platz wegnimmt. Den Link zu Everdrop und meinen Rabattcode findet ihr, wie gesagt, unten in der Infobox. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!